Was du selbst tun kannst, um in Zukunft toxische Beziehungen zu vermeiden, darum geht's in meinem heutigen Video. Ich habe euch 7 Punkte mitgebracht. Die 2 wichtigsten habe ich euch ans Ende gepackt. Für mich persönlich aus eigener Erfahrung ganz, ganz wertvoll. Ich fange gleich an mit Punkt Nummer 1. Macht euch wirklich bewusst, dass ihr selbst für euer Glück verantwortlich seid und nicht euer Partner. Wir neigen allzu oft dazu, ja, zu erwarten, dass der andere uns glücklich macht. Aber guck selber, was du in deinem eigenen Leben tun kannst, dass du glücklich wirst. Niemand anders ist dafür verantwortlich. Also ganz einfach Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, dazu gehört ein bisschen Arbeit. Guck mal, wie deine bisherigen Beziehungen verliefen. Gab es immer wiederkehrende Muster, vielleicht auch ähnlich verlaufende Trennungen? Dann wird es höchste Zeit, dass du dich mal mit den Themen aus deiner Kindheit auseinandersetzt, weil du ansonsten immer wieder unbewusst diese toxischen Partner auch anziehst. Es lohnt sich da also, genauer hinzugucken und Bücher zu lesen, Coachings zu buchen, Podcasts zu hören. Also schau einfach, was sind deine Themen aus der Kindheit und inwieweit könnten die ja eure Beziehung vielleicht auch belastet haben oder belasten. Dann Punkt Nummer 3, ja, dazu gehört auch wieder ein bisschen Nachdenken, Arbeit. Mach dir mal bewusst, was sind eigentlich deine Werte, was ist dir wichtig im Leben, was ist dir wichtig in deinen Beziehungen? Ist es dir besonders wichtig, viel Freiheit zu haben oder ist dir Treue, Ehrlichkeit besonders wichtig? Setz dich hin, schreib dir das auf und mach dir ganz, ganz deutlich und klar, was ist dir wichtig und bleib in der Beziehung bei dir, sodass du das auch immer wieder souverän vertreten kannst. Und der nächste Punkt, Punkt Nummer 4, hängt damit eigentlich direkt zusammen. Wenn du deine Bewerte ja dir ausreichend bewusst gemacht hast, dann fällt es dir vermutlich auch leichter, Grenzen zu setzen, denn sobald deine Werte verletzt werden, lässt du dir das einfach nicht mehr gefallen. Also akzeptiere bitte kein respektloses Verhalten oder ähnliche seltsame Sachen, die der oder die Partnerin sich dann vielleicht auch erlauben kann oder erlaubt, die mit deinen Werten nicht übereinstimmen. Also sei dir dessen klar. Dann, du hast dir ja, wenn du jetzt in der Beziehung steckst, Punkt Nummer 5, deinen Partner auch irgendwie ausgesucht und aus irgendwelchen Gründen fandst du ihn oder sie auch besonders toll. Versuch nicht, diese Person zu ändern oder warte auch nicht darauf oder hoffe auch nicht darauf, dass die Person vielleicht irgendwann so wird, wie du sie dir vorstellst oder wie du sie dir wünschst. Das wird vermutlich nicht eintreffen. Also so ein Stück weit auch zu sagen, ich akzeptiere die andere Person so, wie sie ist. Das heißt jetzt nicht, dass es um gravierendes, unangenehmes Verhalten der Partner dir gegenüber, dass du das akzeptieren sollst, um Gottes Willen. Das auf gar keinen Fall, denn dafür haben wir ja die Punkte Grenzen setzen und Werte. Aber ja, lass deinen Partner einfach auch ein Stück weit so, wie er ist. Und nun unsere 2 ganz, ganz, ganz wichtigen Punkte, die letzten beiden. Punkt Nummer 6. Du solltest dich immer wieder fragen, wie fühlst du dich eigentlich in Anwesenheit deiner Partnerin, deines Partners oder deines Dates? Fühlt sich das gut an? Bist du glücklich, entspannt, wenn du mit dieser Person zusammen bist? Ist es einfach schön, auch wenn du wieder heimgehst? Denkst du dann positiv? Hast du ein gutes Gefühl? Lässt sich die Person mit einem guten Gefühl auch wieder nach Hause gehen? Oder ist es doch eher so ein ungutes Bauchgefühl, weil es gab vielleicht dann doch irgendwie respektloses Verhalten oder Verhalten, was dir irgendwie ein ungutes Bauchgefühl einfach gemacht hat? Also an dem Punkt solltest du ganz, ganz genau auf dein Bauchgefühl tatsächlich auch achten, denn du solltest dich in der Person mit der Person wohlfühlen, glücklich fühlen, entspannt sein. Ja? Also da genau hingucken, sollte das nicht so sein und es ist noch früh in der Beziehung oder es ist vielleicht auch beim Dating, dann solltest du vielleicht auch schon frühzeitig das Weite suchen, bevor es dann irgendwie zu spät ist. Punkt Nummer 7, auch den finde ich sehr, sehr wichtig.
wer bist du eigentlich selbst? Wie bist du so drauf? Was magst du gerne? Was liebst du? Und kannst du das vor dieser Person auch offenbaren? Kannst du so witzig sein, albern sein, durchgeknallt sein oder auch mal kommunizieren, dass du dieses oder jenes magst, was der Partner vielleicht auch nicht mag, aber er akzeptiert das und findet dich gerade deswegen besonders spannend oder interessant? Also Punkt Nummer 7, ganz wichtig, genauso wie 6, kannst du in der Anwesenheit der Person einfach du selbst sein? Und das zeigt sich übrigens auch daran, dass du dich gut verhältst. Ja? Wenn du dann selber irgendwie so komisch wirst oder auf einmal deine Schattenseiten nach oben kommen, dann kann es tatsächlich sein, dass das ausgelöst wird durch dein toxisches Gegenüber. Und auch das ist kein gutes Zeichen für eine gute Beziehung. Und dann solltest du tatsächlich die Beziehung beenden, wenn du nicht du selbst sein kannst in Anwesenheit dieser Person. Genau, ich wiederhole unsere Punkte nochmal. Und zwar Nummer 1. Ja, du bist selbst für dein Glück verantwortlich. Punkt Nummer 2, setz dich mit den Themen aus der Kindheit auseinander, Bücher, Podcasts, Coachings etc. Punkt Nummer 3, werd dir deine eigenen Werte bewusst, was ist dir wichtig. Punkt Nummer 4, lerne Grenzen zu setzen. Und die Nummer 5, versuch deinen Partner nicht zu ändern. Und der Punkt Nummer 6, frag dich immer wieder auch, wie du dich in Anwesenheit der Person fühlst. Und Punkt Nummer 7, kannst du du selbst sein in Anwesenheit dieser Person? Ja, ihr Lieben, das waren meine 7 Punkte jetzt heute, die dir helfen können, in Zukunft toxische Beziehungen zu vermeiden. Geh die Punkte nochmal für dich durch und gib uns gerne auch einen Kommentar, welche Punkte dir noch besonders wichtig sind oder was du vielleicht auch schon selber gemacht hast, um toxische Beziehungen zu vermeiden. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Freitagabend. Wir sind zurück aus dem Urlaub und jetzt auch wieder regelmäßig da für euch. Ich war die Marie, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich freue mich schon auf euch in den nächsten Tagen und passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Tschüss!